Wir sind dabei, die Väter alle abzumontieren. Die Bischöfe wollen nicht mehr Väter sein, die Priester dürfen es nicht mehr. Ja? Und dann erleben wir plötzlich wie aus dem Off, auch nicht umsonst, Mönchsfiguren, die als Ersatzväter. Aber der Papst sagt da bei den Charismatikern, ja, die Familie ist Hauskirche und deshalb greift der Feind die Familie so sehr an. Der Teufel will die Familie nicht und versucht sie zu zerstören. Ganz klar. Das ist ein Zeichen unserer Zeit. Wir können im Moment, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, in den Krisenstädten Deutschlands, etwa in Duisburg oder in Köln oder in Frankfurt, wo das ein Problem ist, dass plötzlich die Jungen, deutsche Jungen, wenn man so will, ohne Migrationshintergrund, islamistischen Predigern auf den Leim gehen, auf dem Schulhof. Sie sagen, wo kommt das her? Weil die in ihrer Rolle dermaßen verunsichert sind, weil die auch nicht mehr Junge sein dürfen, Kinder sind ja heute nur noch Mischwesen und sollen sich dann später mal zu irgendwas entscheiden, ja? Die sind so verunsichert in ihrer Existenz, in ihrer Identität, dass die auf jeden Zug aufspringen, der sich ihnen einigermaßen erkennbar, der ist klar angestrichen, ja? Da weiß man, was man zu tun hat und es vermittelt eine Rolle. Dankbar. Desgleichen besteht Bunge weiter begründeter Anlass zu dem Verdacht, dass sich die jüngst Befreiten im Gefolge dieser Väter unversehens in eine neue, noch festere Abhängigkeit begeben haben. Dann wäre aber nicht viel gewonnen, sondern viel verloren. Denn auf geistlichem Gebiet muss sich das Nachrücken falscher Vaterfiguren als tragisch erweisen. Tragisch, da der Sinn wahrer und daher auch geistlicher Vaterschaft eben nicht die Abhängigkeit ist, sondern ist weder des Sohnes vom Vater noch umgekehrt. Sinn wahrer Vaterschaft ist vielmehr Lebensspendung. Sie bedeutet, einem anderen Raum zu eigenem freien Sein gewähren. Dann nun dasselbe Vater-Sohn-Bild auch für die göttlichen Personen der heiligen Dreifaltigkeit angewandt wird, wird deutlich, was auf dem Spiel steht. Also wenn wir unsere Gesandten, wenn wir sozusagen, die Theologen und Theologinnen sind da sehr affin, diese ganzen gesellschaftspolitischen Diskussionen bis hin zu Gender hineinzunehmen und das Theologische sozusagen in so einen Wurstbrei zu bringen. Das hat ganz verheerende Auswirkungen. Das ist die Auflösung des Gottesbildes. Aber deshalb ist er, wenn man dann wie eben so fragt, Gelatus, ja, vielleicht mal irgendwie, sein Name mal gefallen, aber da können wir uns eigentlich nichts drunter vorstellen. Der wurde mit der Betondecke kirchlich und konziliar verordneten Schweigens bedacht, weil er auf der falschen Seite stand. Dinge, die er geschrieben hat, die er überliefert hat, wurden unter anderem Namen einfach weitergegeben. Viele Dinge, die meisten, die wir über das alte Mönchtum wissen, kommen von Evagrius.